Wo ist Leon? In seinem Zimmer. Warst du hier? Hast du Leon geholt? Ich war 5 Minuten weg. Ich rufe die Security. Kalinski, wissen Sie schon was? Die Mutter verlässt mal kurz das Zimmer und genau dann schlägt der Entführer zu. In 80% solcher Fälle geht es ums Geld. Wer entführt ein Kind und bringt es 4 Stunden später wieder zurück? Wir haben kein Geld bezahlt. Okay. Was meinen Sie, wie viel haben die Heimats bezahlt? 20.000, 30.000. Ich muss schon gehen. Du kannst nicht einfach so vorbeikommen. Was wollte sie? Kann man den Wagen aufmachen? Ist das? Sieht so aus, ja. Die gute Nachricht ist, wir haben den Entführer gefunden. Und wer war's? Er ist tot. Tot? Jemand hat ihn getötet. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Hat's vielleicht damit zu tun, dass Sie nicht die leibliche Mutter sind? Anna wollte ihn nicht. Und warum haben Sie ihn nicht behalten? Es ist das Beste für Lone. Polnische Mutter behauptet One-Night-Stand, gibt den deutschen Mann als leiblichen Vater an, überträgt ihm das Sorgerecht. Seine Frau stellt einen Adoptionsantrag und in wenigen Monaten ist das kleine polnische Baby ganz legal deren deutsches Kind. Wissen Sie, man fühlt sich so machtlos. Wenn man als Frau kein Kind bekommen kann, dann denkt man immer, der Fehler ist bei einem selbst. Wenn wir Leon weggeben müssen, das überlebt meine Frau nicht. Frau Kowalska, ich habe das Gefühl, Sie bereuen es, dass Sie Leon weggegeben haben. Nein. Ja, meine Frau kocham. Kocham ja. Warum war Pavel nach der Entführung bei Ihnen? Er war nicht bei uns. Sie wollte zusammen sein mit dem Vater des Kindes, was du nicht wolltest. Wo hat sie die letzten 3 Monate vor der Entbindung verbracht? Die Hallmanns sind nicht Leons Eltern. Leon musste in staatliche Obhut. Das ist das Beste für das Kind. Das Beste für das Kind. 3 Monate. Ganz alleine. 3 Monate, hochschwanger. Um ein Kind auszutragen, das sie sofort nach der Geburt weggeben würde. Das ist krass. Anna hat ihn entführt. Ich war gerade im Kinderheim. Ich war ein Snoopy-Sexer. Mann, es war ein Geld! Die haben sich ordentlich Mühe gegeben, die Schweinerei zu beseitigen. Machen Sie meine Familie nicht kaputt. Ich muss dafür bezahlen. Versteht ihr? Herr Radschek! Er hat doch recht! Wir machen die nächste Familie kaputt.